Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within. Die letzte Folge ist ein bisschen kurz geraten. Und zwar, wir waren hier in diesen Raum gekommen. Und plötzlich war die Grafik total unscharf. Im allerersten Moment dachte ich, das ist irgendein Effekt vom Spiel. Und dann habe ich gedacht, nee, da stimmt was nicht. Und deshalb ist die Folge so kurz geworden. Gelegen hat es, ich keine Ahnung. Ich habe die Grafikeinstellungen einmal zurückgesetzt in den Originalzustand und dann war wieder alles scharf und dann habe ich sie wieder auf die normale Einstellung gesetzt und jetzt geht's wieder. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, wir sind in einem Raum mit drei kleinen Löchern. Da können wir durchgucken. Keine Ahnung. Und es ergibt sich eine Tür. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut, wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler, dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich immer wieder mal bestrafen, denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könne sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Keine Ahnung, wer oder was. Um was es da geht. Was haben wir hier? Da haben wir zwei Knöpfe. Mit Symbolen drauf. Und hier in der Wand sind auch Symbole. Und hier sind übrigens dieselben Symbole, wie wir auch in... die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja. Also, Symbole. Da sind ein Zahnrad mit drei kleinen Zahnrädern und einmal vier. Und hier haben wir das Zahnrad mit den drei kleinen um das große in der Mitte. Dann wird das der richtige Knopf sein, oder? Was wäre passiert, wenn ich den anderen gedrückt hätte? Eine Blutspur. Auch hier wieder Symbole an den Wänden. Hier haben wir einmal eine Sonnenblume und einmal das andere. Eine andere Blume, zwei verschiedene Blumen. Eigentlich ganz einfach das Rätsel. Und hier ist auch eine Sonnenblume. Dann muss es wohl die Sonnenblume sein. Und sonst liegt hier nichts rum. Hier, ein altmodischer CD-Player. Man hat auch Grammophon dazu gesagt. Für alle Jüngeren, die das nicht kennen. Da haben wir früher Musik damit gehört. Ja. Jüngeren wird das erscheinen. Sonnenblume, ja.
Wieder wird's blutig. Und beide Blutspuren enden hier und ich kann mir auch denken, die Umrisse zeichnen sich an, das wird wahrscheinlich eine Tür werden. Oder irgendein Durchgang oder irgendwas. Ja, was sind da an der Wand für Symbole? Ein Gehirn, dann gucken wir es doch genauer an. Das wollen wir genauer ergründen. Ja, da. Grüne Grütze. Und ein Tonband. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Was für Experimente laufen hier? Oder liefen hier? Oder? Dann gucken wir es erstmal hier an. Wir haben zwei verschiedene Nervengewebes. Einmal mit und einmal ohne Schwänzchen. Und hier ist das mit. Hier, genau. Bleib doch mal stehen, hier. Das ist mit Schwänzchen. Das Neuron. Das Neuron ist mit Schwänzchen. Neuron hat ein Schwänzchen. Das war doch eigentlich ganz einfach und absolut voll souverän gelöst. Und jetzt ist hier keine Tür. Oder? Plötzlich doch. Bisschen vorausschaubar Spiel. Das hätte man sich ahnen können, dass da hier etwas passiert, weil einem in alle Blutspuren da zu dir zusammen. Ah, 1000 lecker grüne Grütze. Da war sonst nichts mehr. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! In welcher Badewanne war Joseph? Was war das hier? Partner heilen. Erhalten, Partner heilen. Verbraucht keine eigenen Gesundheitsgegenstände. Schon viel besser. Oh, das ist ja cool. Kannst du mich auch mal heilen?
Ich gebe dir auch 300 grüne Grütze. Ja, von da sind wir gekommen. Wir können natürlich nicht zurück. Klar. Was war da? Was ist da noch für Zeugs drin in der Badewanne? Ziemlich einladend. Wir müssen hier raus. Ja, wir haben eben. Haha, noch mehr Nachtisch. Hallo, nimm's doch einfach. Die verbrennen wir lieber. Bist mir nicht suspekt gewesen. Ja. Grütze noch? Ja. Das war dann alles. Sonst gibt's hier nichts. Du passt hier auf mit der Knarre. Ja. Ruhig, ruhig. Da ist wer. Wir schleichen uns an. Komm, komm, verstecken, versteck dich, Josef. Josef, bleib hinter mir. Wohin rennst denn du? Komm runter, wir machen Schleichangriff. Okay, den machen wir weg. Die meucheln wir von hinten, die sieht uns nicht, die sieht uns nicht. Ah! So war es nicht geplant. Ah, das ist ja cool. Ja, so war das auch eigentlich geplant. Ich habe nämlich eben das Feuerzeug gesehen und da können wir so schön abfackeln. Ist mir eingefallen, als dann die ganze Horde gekommen ist. Eigentlich wollte ich sie, dachte es wäre nur eine von hinten meucheln. Aber als dann die ganze Horde gekommen ist, schien das doch hier interessanter zu sein. Jo. Jo. Munition. Voll? Tatsächlich voll. Die laden wir noch nicht nach. Wir erhöhen die Kapazität. Und gucken, ob wir dann voll sind. Das will ich ausprobieren. Ich gehe mal angeln aus. Wo hier geht's? Ich würde mal sagen, hier rein. Ja, zu Drogen.
Josef, mach ihn weg. Josef, schieß ihn um. Josef? Bist du rein und ihn umschießt? Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, ja, das spart Munition. Danke, Josef. Gute Arbeit. Hast du etwas hinterlassen? Aber hier im Schrank ist noch was. Oh, voll. Wir hätten gar keine Munition sparen müssen. Naja, egal. Ich heile dich auch dafür, weil du so gut gemacht hast. Brauchst du nicht mal Heilung? Ach je. Ich hätte dich geheilt. So wäre ich nämlich super nett. Jo. Was ist das? Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, das ist eine gute Frage. Wer stellt hier so eine riesen Bombe auf? Ja, ich halte lieber Abstand. Falls das Ding hochgeht, sollte ich nicht zu nahe sein. Schon fertig. Gut gemacht. Bist du doch was zu gebrauchen. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ich dachte schon, ich müsste Josef erschießen. Hatte schon die Waffe gezückt. Also den Knopf gedrückt, während das. Also dir schon den. Ja, ihr wisst schon, den Finger am Abzug. Stunden später. Diese Melodie haben wir doch gern. Können wir da noch einen mitnehmen? Ja. Wir müssen weiter. Ja, lass. Es fängt dann auch mit. Wir müssen weiter, ja. Denn wir leveln lieber mal auf. Wir kommen immer nur an. Ich hab's gewusst.
Was hast du gewusst? Sag's mir. Ich hab's nämlich nicht gewusst. Fühlen Sie sich besser? Uns geht's super. Immer super, super duper. Zeitung? Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch zur Spitze des Eisberges. Patienten der Beken Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Uhu. Uhu. Wir sind nämlich hier, um ein bisschen zu leveln. Kann ja nie was schaden. Nein. Ich wollte was sehen, weil ich erst was gucken will. Wir haben 0 im Magazin und 7 Reserve. Okay. Denn jetzt werden wir das Ganze erhöhen. Das Magazin, die Magazinkapazität erhöhen, ob wir dann ein volles Magazin bekommen. Wäre spannend. Reserve, ja. 6.000. Ah. 5.000. Nee, machen wir nicht. 9.000. Da wird ja eigentlich, da hätte ich nur 600 übrig. Die wahrscheinlich wird auf 30% erhöht. Nee, wir haben jetzt auf Stufe 3 und dann haben 20% Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir es auf 50 hätten, dann wären die Chancen 50-50, dass beim Kopfschuss sofort tot ist. Schwierig. Sehr, sehr schwer. Oder mehr Reserve. Ach komm, wir machen's. Ich weiß, es war ein Fehler. Und jetzt gucken wir. Nein. Schade. Wäre auch nur zu schön gewesen. Wenn wir jetzt die. Wir können 5 laden, aber. Naja. Okay. Ein Versuch war's wert. Man muss alles versuchen. Und jetzt bitte einmal, ne, speichern. Und damit verabschieden wir uns dann auch aus der heutigen Folge. Das nächste Mal gehen wir weiter und schauen, was uns dann alles da erwartet. Ciao!